Nach dem großen Konzernkrieg im Jahr 3645 nach Christus erstarkte eine neue Waffe, Tornensöldner. Menschliche Drohne, die auf Fernplaneten ausgesetzt und trainiert werden. Du spielst einen dieser Trolls, ein Mensch-Alien-Hybrid. Versehen mit besonderen Mutationen musst du dir deinen Platz auf dem Planeten erkämpfen, bis du genug gelernt hast, um auf der großen Bühne der Welt eingesetzt zu werden. Dein Eigentümer wartet nur darauf, dass du ausgewachsen bist. Hi und willkommen zurück zu Furious Let's Plays mit Biz, Metatron und dem Tutorial Teil 2 und den ersten schönen warmen Sonnenstrahlen des heutigen Tages. Ich finde das immer wieder sehr, 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 sehr idyllisch. Gefällt mir immer gut. Auch hier so die Lichtreflexion und so, wie sich alles so langsam einfärbt. Na, ich find's einfach toll. Gefällt mir gut. So, worum geht's heute? Und zwar würde ich euch gerne mal so ein bisschen den Charakter näher bringen und später auch noch ein bisschen was für euch bauen. Ihr seht, das hat sich einiges getan. Ich habe so ein bisschen vorgearbeitet, damit wir jetzt nicht lange mit Farmen verbringen müssen. Ich habe mich mittlerweile so ein bisschen besser ausgerüstet, habe noch ein paar NPCs getroffen unterwegs. Und ihr seht ja, das Inventory selber ist relativ begrenzt. Wir haben hier 5 Plätze, aber dafür haben die Entwickler sich natürlich was gedacht. Wir brauchen unsere Workbench. Wie ihr die benutzt, erfahrt ihr in dem ersten Tutorial. Und wir brauchen einen Rucksack. Es gibt den Simple und den Medium. Der Medium ist ein bisschen aufwendiger zum Craften. Bringt euch 10 Plätze. Und der hier bringt euch 5 zusätzliche. Da braucht ihr nur 5 Holzplanken. Und dann quasi einen Holzrucksack. So, und den craften wir uns fix. Der landet dann direkt in meinem Inventory. Das heißt, ihr braucht mindestens einen Platz frei. Und den schaufelt ihr einfach hier rüber. Und schon habt ihr 5 Plätze mehr. So einfach ist das. So, ich hole meine Workbench wieder zurück. Wir machen am besten gleich weiter mit den Skillpunkten. Ich habe ein bisschen gelevelt. Ihr seht ja Level 2 mittlerweile und habe dadurch 2 Skillpunkte, die ihr hier verteilen könnt. Das sind eure Tron-Fähigkeiten quasi. Jeder Tron, also Speedy, Damage Dealer oder Tank, hat unterschiedliche Skill-Fähigkeiten von der Einteilung her. Der Damage-Dealer beginnt mit dem Sprung, hat dann Chop-Trees, das heißt, ihr könnt in Tron-Gestalt mit euren Fäusten Bäume abfarmen. Später dann könnt ihr eure Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, nicht so schnell wie der Speedy, aber immerhin. Ihr könnt den Fallschaden reduzieren, ihr könnt Erze abfarmen mit euren Fäusten, was sehr angenehm ist später mal. Ihr könnt eure Gesundheitsregeneration ab Level 15 verbessern und ab Level 17 bekommt ihr euer eigentlich Hauptmerkmal für euren Charakter, und zwar die Erhöhung eures Schadens in Tron-Gestalt. Ja, und was ich sehr gerne mag, ist hier Chop Trees. Ihr geht hier auf Enable und könnt euch das Ganze dann in eure Tron-Leiste ziehen. Das hier ist eigentlich nur eine Markierung für Plätze. Das sind alles passive Fähigkeiten, das heißt, sobald ihr den Tron-Modus aktiviert, seid ihr mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, müsst nichts mehr drücken. Ihr könnt auch keine Waffen dann in der Hand halten oder ähnliches. Geht also zumindest aktuell geht es nicht. Kommt vielleicht irgendwann mal, dass man auch in Tron-Gestalt dann Waffen benutzen kann. Aktuell sind das passive Fähigkeiten, die aber aktiv sind, sobald ihr den Tron-Modus aktiviert. So, recht viel mehr. Hier hinten noch die Statistik, wie viel Prozent Armor ihr im Moment habt, wie oft ihr schon gestorben seid, wie viele Mutanten ihr schon getötet habt, wie viele Tiere und so weiter. Ne? Ihr könnt euch so ein bisschen Überblick verschaffen. Ja, und so wie ihr aktuell aussieht, wie eure Kennung ist und so weiter, ist nicht wichtig, aber für den Spaß an der Freude. So, ja, wir sehen ja mittlerweile schon ziemlich lustig aus, aber das macht ja nichts. So, habt ihr hier einen kleinen Einblick über den Charakter und als nächstes bauen wir uns eine kleine Hütte. Ich hatte euch ja erwähnt, ihr müsst nicht unbedingt irgendwo in der Nähe des Wassers bauen. Ihr könnt euch auch irgendwo ins Landesinnere durchschlagen und dort einfach eure Hütte aufbauen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einfach mal. Am besten immer irgendwo, wo man... Oh, hallo. Fleisch. Kleinen Moment. So. Fleisch. Genau, Papieren noch dazu. Ah, praktisch. So, hier oben auch nochmal. Entschuldigt, aber das muss ich einfach nutzen.
Die Gelegenheiten kommen leider viel zu selten. Vor allem, wenn ihr mit anderen Spielern zusammen seid. Na, bleibt doch da. Na, jetzt hat. Gut, so. Also, wie gesagt, ihr könnt euch hinbauen, wo ihr wollt. Nicht überall natürlich, klar, aber da, wo euch niemand sofort so schnell entdeckt. Baut euch vielleicht eine Basis nicht direkt an einer Mine, ne? Diese roten Kreise hier auf der Map, das sind diese Minen, sondern schaut, dass ihr ungefähr in der Nähe einer Mine seid, aber da, wo euch halt niemand so schnell sieht. Ich würde sagen, hier so hinter dem Stein, das ist doch ein gutes Fleckchen, ne? Wir haben auch gerade gesehen, hier spawnen auch Tiere, man sieht euch von unten nicht so schnell, von oben seid ihr geschützt durch den Stein, dann bauen wir uns doch mal hier hin. So, wir holen unsere Workbench, die baue ich mir mal hier hin, damit sie mir nicht im Weg umgeht. Und wir aktivieren das Baumenü. Ja, genau, das Baumenü. So, und wir aktivieren das Baumenü. Ihr braucht, um euer Haus bauen zu können, erstmal Wood Floors. Ich mache das jetzt relativ gemütlich mit 4 Bodenteilen. Dann brauchen wir, wenn wir Wände außenrum ziehen wollen, 7 Wände. Ihr seht doch, das gibt XP. Also ist nicht erschrecken, wenn jetzt irgendwann der Level-Up-Ton kommt. Wir brauchen eine Tür, also einen Eingang, einen Rahmen. Und wir brauchen eine Tür selber. Und wir brauchen noch ein Dach. Und dann geben wir gleich den Platz aus. 1, 2, 3, 4. Ich muss gerade so ein bisschen mitrechnen. Gut, und damit fangen wir erstmal an. Den Rest, was wir noch brauchen, sehen wir gleich. Ich muss mich jetzt auch beeilen, ne? Ihr wisst ja, die Workbench hält nur 5 Minuten und dann ist sie für immer fixiert dort, wo sie ist. So, und wir bauen uns mal gemütlich, wo würde ich denn sagen, damit wir auch wirklich kein Problem hier noch haben mit den Wänden. Müsste doch eigentlich hier gut funktionieren, das können wir gleich ausprobieren. So, ihr seht, die sticken auch von selbst aneinander, das ist ganz praktisch. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob die Wände hier hinpassen. Ja, das ist das, was ich mir dachte. Dadurch, dass diese Bodenteil leider zu nah in den oder zu weit in den Boden reinreicht, können sie wieder abbauen. Ups. konnten wir jetzt leider dieses Wand nicht bauen. Deswegen brauchen wir eine etwas flachere Stelle. Ich mache mir mal ganz kurz Platz. Na, Steine kann man immer wieder farmen. So, ich hole mir mal kurz die Workbench wieder. So, und dann suchen wir uns eine flachere Stelle. Könnten wir denn eine flache Stelle? Eigentlich hier ist doch eigentlich ganz gut, aber war nicht gut genug anscheinend. Muss man ein bisschen gucken, ne? Schauen wir doch mal hier vielleicht. Ja, das kann gut gehen. Das probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Ja, hier geht's. Okay, super. Dann ziehen wir den hier noch mit rüber. Dann holen wir uns mal kurz den Baum hier weg. Der stört mich gerade. So. Tada. Gut. Dann bauen wir doch hier gleich unsere Tür hin. Das heißt, ihr müsst die Tür hier mal ganz kurz auswechseln vom Platz her. So. Zur Tür kommen wir auch gleich noch. Das erkläre ich euch gleich noch. So. Gut. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Bodenelemente. 1, 2. Und die restlichen Wände. Ihr seht, das geht relativ fix, ne? Hat relativ schnell seine eigene Hütte zusammen. Gewusst wie. So, dann machen wir mal die Tür zu, damit uns keiner stört. Wobei das jetzt im Moment noch möglich wäre, theoretisch. So, und dann bauen wir uns auch noch das Dach hin. Mit Rechtsklick, wisst ihr vielleicht noch, könnt ihr Gegenstände so positionieren, dass sie sich drehen lassen. Ne? Also ihr könnt hier in diesem entsprechend dem Hookpunkt, also hier der, also kein Dach ohne Wand, könnte man sagen. Ne? Also solange hier keine Fixpunkte da sind, geht's auch nicht. So, und jetzt haben wir hier noch 2 Lücken. Und dafür, in dem Fall, ich sollte mal zwischendrin was essen. Kleinen Moment. So, damit wir wieder Ruhe haben. Dann holen wir uns nochmal ganz kurz die Workbench. Die können wir jetzt auch hier drinnen aufbauen.
Theoretisch können wir sie jetzt ja auch hier drin lassen, aber vielleicht brauchen wir sie später nochmal unterwegs. Hier braucht ihr jetzt, es gibt theoretisch diese Wood Rooftop Gables, die füllen aber genau nur einen so einen Bereich aus. Das heißt also, ihr könntet hier jetzt quasi so ein Ding setzen, dann habt ihr aber immer noch das Loch hier oben. Deswegen braucht ihr hier etwas Größeres. Muss man auch erstmal dahinter kommen. Und zwar die hier. Und zwar 1, 2, 3, 4 Stück. So. Nicht wundern, dass ich das übrigens überhaupt so... Nee, das war falsch. So, bitte nochmal. So, einmal drehen. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So. Nicht wundern, dass ich das übrigens jetzt einfach so bauen kann, ne? Ihr braucht natürlich schon Holz dafür. Und das habe ich natürlich vorher schon alles zusammengefarmt, damit wir hier nicht so lange rumstehen. So. Und damit machen wir das Ding hier noch kaputt. Home sweet home. Wir hätten es jetzt auch natürlich noch ein bisschen schöner machen können, theoretisch. Machen wir vielleicht auch noch kurz. Ich erkläre euch aber auch, warum ich das nicht mache eigentlich. Jetzt im aktuellen Stadium noch. Und zwar könnt ihr auch natürlich, wenn ihr es so ein bisschen schicker haben wollt, euch so ein Wood Window holen und hier einsetzen. Dann habt ihr hier so ein Fenster. Problem ist nur, wenn man es geschickt anstellt. Ah, ich krieg's jetzt nicht hin. Ja, vielleicht. Na. Kann theoretisch jemand auch durch das Fenster einsteigen und aussteigen. Das heißt, auch wenn ihr die Tür zu habt, und zur Tür kommen wir auch gleich nochmal, dann kann trotzdem jemand hier rein und raus. Deswegen mache ich hier jetzt erstmal eine feste Wand hin. Ich kann die Wände selber danach mit der Axt wieder zerstören. Deswegen für mich jetzt kein Stress. So, ich hole mir meine Workbench wieder, bevor wir die vergessen. So. Ah, ihr hört dieses Brummen. Das zeige ich euch auch noch schnell. Das können wir gleich nutzen. So, ich mache die Tür zu. Und jetzt seht ihr hier so Set Key. Die Holztür hat ein Keypad. Ihr könnt eure Holztür mit einem Nummerncode schützen. Wer mir zuguckt, kann den Code gerne haben. Könnt die Hütte gerne für euch selber nutzen. Machen wir jetzt einfach so. Merkt euch den Code gut. So, und damit kommt doch hier oben die Bestätigung, dass der Key gesetzt ist. Und für euch selber könnt ihr jetzt die Türen immer wieder auf und zu machen. Jemand anderes steht vor einer verschlossenen Tür und kommt nicht rein. So, das Gebrumme jetzt hier ist ein sogenannter Airdrop. Ihr könnt nämlich hier für XP, ihr seht ja unten habt ihr so eine rote XP-Leiste, könnt ihr sogenannte Airdrops anfordern. Ich muss jetzt nur gucken, damit ich später meine Hütte wieder finde. Wo sind wir denn ungefähr? Okay. Normalerweise müsste man den Flieger schon sehen, der den Airdrop bringt. Wahrscheinlich ist der noch zu weit hinterm Horizont. Wo bist du? Er ist schon hier. Da ist er. Seht ihr ihn? Da fliegt er gerade vorbei. Das heißt, dort hinten, seht ihr, wo immer ein Pfeil hinzeigt, also hier wahrscheinlich irgendwo, hat sich gerade jemand einen Airdrop geholt. Na, seht ihr das hier so zwischen den Bäumen? Und das Ding schmeißt ja nach einer Kiste an einem Fallschirm ab und dann bekommt derjenige die angeforderte Loot. Und zwar, zeige ich euch vielleicht kurz, hier über Supply könnt ihr euch für XP Materialien zukommen lassen. Holz, Metall, ein Tresor mit 40.000 XP. Polymere braucht ihr später auch mal für Waffen und Fahrzeuge. Ihr könnt euch auch Waffen zuschicken lassen, ne? So die T1-Waffen und T2-Waffen. Ihr könnt euch für 10.000 XP auch TNT besorgen, womit ihr gegnerische Bauteile kaputt machen könnt. Und für eure Waffen auch noch so random Add-ons. Also ein Scope, also ein Visier, einen erweiterten Lauf, einen Schallschutz und so weiter. Also alles Sachen, die ihr später mal sehen werdet von mir. Ja, und damit haben wir eigentlich das grobe Baututorial erstmal durch. So sieht unsere Hütte aus. Klein und fein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Diese Fackel, die ihr übrigens habt, könnt ihr nirgendwo anbringen. Also die kann man nicht irgendwo sticky machen. Dafür geht sie auch nie aus. Das ist auch ganz praktisch. So, und was wir noch brauchen? Jede anständige Hütte braucht ein bisschen Mobiliar. Und dazu brauchen wir ein Bett.
Und das Bett kriegen wir dann, wenn wir noch ein bisschen Holz haben, was wir vorher weggeschmissen haben. Stein, Entschuldigung, nicht Holz. So, deswegen hacken wir uns mal kurz ein Holz weg, einen Stein, ich sage immer Holz, einen Stein weg. Zack, rein mit uns. Tür zu. Wenn wir unsere Ruhe haben. So. Dann holen wir uns kurz noch ein Bett. Da. Zack. Das Bett ist später für euren. Ihr könnt am Bett spawnen quasi. Oder ihr könnt auch in der Nähe eures Todespunktes spawnen. Aber sobald ihr im Bett stehen habt, könnt ihr hier am Bett immer wieder ja, spawnen. Genau. So. Und damit würde ich sagen, haben wir es erstmal. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein bisschen was gezeigt, was ihr hier so am Start machen könnt. Ihr seht, wir sind erst Level 2, haben schon unsere eigenen Hütten. Theoretisch ein NPC hat mir sogar schon eine Waffe gedroppt. Dazu kommen wir dann so in den nächsten Tutorials. Eins so nach dem anderen, ne? Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und macht's gut, ne? Ciao, ciao.